Im Sommer 2019 tritt Alan Gilbert, zuvor Chef bei den New Yorker Philharmonikern, die Nachfolge von Thomas Hengelbrock als Chefdirigent des NDR Elbphilharmonieorchesters an. Überraschend ergab sich bereits jetzt die erste intensive Probenphase des Kapellmeisters mit seinem neuen Ensemble. Gilbert sprang für Hengelbrock auf einer Asientournee in China und Japan ein. Ihre Zeit bei den New Yorker Philharmonikern war erfolgreich. Die New York Times schrieb, sie hätten ein unauslöschliches Kapitel in der Geschichte des Orchesters geschrieben. Da fragt sich mancher, warum geht der Mann jetzt nach Hamburg? Alan Gilbert, das New York Philharmonic ist sehr besonders. Meine Zeit dort habe ich genossen, für mich ist ein Traum wahr geworden, als ich bei meinem Heimatorchester Chefdirigent wurde. Welt als erster New Yorker. Gilbert. Ja, das war eine unglaubliche Chance. Aber die Arbeit dort ist intensiver, als sich Außenstehende vorstellen können, ein steter Strom von Herausforderungen. Deshalb habe ich immer gewusst, dass man den richtigen Zeitpunkt finden muss, wiederzugehen, was ich auf meine Art getan habe. Als hätte ich es geahnt, sagte ich zu meiner Frau, als ich in New York anfing, ich glaube, das werden 8 Jahre, und genau so kam es. Das war ein guter Zeitraum, lang genug, um eine gemeinsame Reise zu machen, durch gute und weniger gute Zeiten, und wir beendeten sie gemeinsam im Guten. Also könnten Sie dort wieder arbeiten? Gilbert, ja, Sie haben mich gefragt und ich mache das gern an. Nach meiner Zeit in New York habe ich ehrlicherweise gar nicht nach einer neuen Chefposition gesucht, ich hatte ein paar Anfragen von verschiedenen Orchestern, aber es war nichts dabei, was ich gern gemacht hätte, bis der NDR anfragte. Da stimmt alles, das Orchester, das Management, der neue Saal, das ganze Umfeld. Und nun werden wir in Hamburg ein neues Kapitel aufschlagen. Welt, leben Sie noch in New York und in Stockholm? Gilbert, nein, jetzt lebe ich mit meiner Familie ausschließlich in Stockholm. Dort wird meine Familie auch bleiben, meine Frau ist dort glücklich mit ihrer Stelle als Cellistin beim Königlichen Stockholmer Philharmonieorchester. Meine 3 Kinder gehen dort zur Schule. Aber ich werde immer in Hamburg sein, wenn der Job es erfordert. Welt, Sie kennen das NDR-Orchester lange Jahre, waren von 2004 bis 2015 erster Gastdirigent, jetzt sind Sie Chefdirigent. Wie gelingt unter solchen Bedingungen ein Neuanfang? Gilbert, es ist schon ungewöhnlich, mit solch einer langen gemeinsamen Geschichte neu zu beginnen, mit dem Orchester habe ich wirklich schon einiges durchlebt. Was mich glücklich macht und mich offen gestanden selbst ein wenig überrascht ist, dass es sich jetzt gerade so frisch anfühlt. Dass wir jetzt zusammen loslegen können, beruht auf gewachsenem Vertrauen und Zuneigung. Welt, welche Phase Ihrer gemeinsamen Arbeit beginnt auf Ihrer Asientournee? Gilbert, wenn man das erste Mal als Gast dirigiert, will man nur wissen, ob die Chemie stimmt, ob es eine frische Art von Energie gibt, wie bei einem ersten Date, das man mit jemandem hat. Danach gab es eine Phase, in der ich das Gefühl hatte, ich mag das Orchester, seine Art zu musizieren. Für die gemeinsame künftige Aufgabe war es gut, dass wir uns danach eine kleine Pause gegönnt haben. Als ich aus New York wiederkam, begannen neue Gespräche darüber, ob ich Chefdirigent werden sollte. Jetzt ist es meine Aufgabe, das Orchester wirklich im guten Sinne zu führen, die Spielkultur zu pflegen und ihm zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Welt, Sie nutzen also die Proben und Auftritte in Shanghai, Kyoto und Tokio für die Arbeit an musikalischen Basics und Ihrem Verhältnis zu den Musikern. Gilbert, es geht bei den Proben hier auf der Tour nicht nur darum, das jeweilige Konzert vorzubereiten. Es geht auch nicht nur darum, eine gute Woche mit einem guten Programm zu erarbeiten.
Es geht um größere Zeiträume, künftig auch um die richtigen personellen Entscheidungen und Entwicklungen, darum, dass wir optimal zusammenfinden. Ich strebe eine sehr unmittelbare Art an, Musik zu machen, ein blitzschnelles Interagieren. Vielleicht ist das neu, unterscheidet sich von der bisherigen Spielweise, aber ich spüre, dass es möglich ist mit diesem Orchester. Welt, die Dichte an Proben und Auftritten auf der Tour hilft sicher. Gilbert, das Orchester musste für diese Tournee Thomas Hengelbrock ersetzen, da war es für mich selbstverständlich, diese Aufgabe zu übernehmen. Gleichzeitig bot sich damit die wunderbare Chance, mit der gemeinsamen Arbeit früh zu beginnen. Tourneen sind eine Gelegenheit für essentielle Arbeit. Vom Programm der Tour hatte ich bisher nur das Adagio der 10. Sinfonie von Mahler beim NDR Elbphilharmonieorchester dirigiert. Aber schon jetzt nehmen wir hier richtig Fahrt auf mit einigen großen, bedeutenden Meisterwerken wie Brahms 4. und Bruckners 7. Sinfonie und Beethovens 4. Klavierkonzert im Zentrum des Repertoires. Dieses spielen wir auf der Tour wiederholt, so dass wir die Musik gemeinsam entwickeln und ganz tief ins Innere der Werke vordringen können. Welt, das Orchester hat großes Potenzial. Aber wo wollen Sie damit hin? Gilbert, ich mag es nicht, wenn Dirigenten einem Orchester sagen, diese Stelle müssen wir wie Kammermusik spielen. Das ist Unsinn. Man muss immer kammermusikalisch denken, in dem Sinne, dass man den Mitspielern immer höchst intensiv zuhört und es schafft, zugleich zu führen und zu folgen. Man erreicht dadurch eine besondere Art der Verbindung oder Verbundenheit, nach der ich immer suche. Das ist für mich das Fundament des Musizierens und es ist nicht so leicht, in diesen fundamentalen Modus des Musikmachens hineinzukommen. Der Grad, zu dem es möglich ist, Risiken einzugehen und darauf zu vertrauen, dass die anderen dir folgen, ist wie ein ungeplinter, ungeübter Trapezakt. Es muss möglich sein zu springen und dabei zu denken, okay, ich werde aufgefangen. Wenn man das erreicht, ergibt das ein wahrhaftes Musizieren und genau das zeichnet auch ein wirklich gutes Ensemble aus. Vor allem wird das Musikmachen dadurch spontaner und frischer. Das Musizieren ist ein gemeinsamer Prozess. Es ist nicht so, dass mir alle Musiker die ganze Zeit folgen sollen, wichtig ist ein ständiges, unmittelbares Interagieren, eine Flexibilität, die mir extrem wichtig ist, weil sie auch mir ermöglichte, dem Orchester zu folgen. Dann wird es eine Straße mit Gegenverkehr, so entsteht ein echtes Gespräch anstelle eines Diktats. Welt, welche Haltung nehmen Sie zu den Stücken ein? Gilbert, ich nehme die Partituren sehr ernst. Großartige Kompositionen können für sich selbst sprechen und brauchen keine Eingriffe. Aber die Musik muss interpretiert werden, unterstützt durch eine persönliche Sichtweise, die aber ehrlich bleibt. Wenn man ohne Partiturbezug nur herumspielt, wird man schnell unseriös? Das ist ganz klar nicht mein Weg. Welt, wenn Ihr Plan aufgeht, entsteht die große Kunst jeweils im Moment. Wie wird aus dem First Date eine glückliche, dauerhafte Beziehung zum Orchester? Gilbert, Orchester sind komplizierte Gebilde aus sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten, aber die Reaktionen müssen einheitlich sein. Da müssen Gemeinsamkeiten in den Reaktionen auf die Gesten und die Körpersprache des Dirigenten wachsen. Gleichzeitig muss jeder das Gefühl haben, dass er sich persönlich einbringen kann. Welt, das ist eine recht allgemeine Beschreibung. Gilbert, das ist zwar ein vages philosophisches Statement, aber es ist, glaube ich, wichtig. Diese Art des Ausbalancierens zwischen Gruppenbewusstsein und individuellem Ausdruck braucht Zeit. Wenn man eine gemeinsame Identität ausbilden will, geht das nicht in einer Woche. Das ist eine echte Herausforderung. Welt, wie nehmen Sie die gewachsene Verantwortung wahr?
Mir ist aufgefallen, dass sie gern kurz loben, aber sachlich ausführlich negative Kritik üben. Gilbert, ich glaube, was die Musiker erwarten und worauf sie hoffen, ist Ehrlichkeit. Und ich muss auch darauf vertrauen können, dass das Orchester sich einbringt. Wenn ich den Raum dafür öffne, füllen sie ihn. Wenn ich keinen Raum öffne, kommt da nichts. Ich bin als Chefdirigent noch ehrlicher und direkter als vorher, das gehört jetzt zu meinen Aufgaben. Dabei übe ich in der Regel konstruktive Kritik. Aber ich liebe dieses Orchester wirklich sehr und die Arbeit mit diesen Musikern, und das wissen sie auch. Wenn im Konzert etwas schief geht, werde ich anschließend nicht darauf herumhacken. Im Konzert hat man nur die eine Chance, und die ist dann unwiderruflich vorbei. Das kommt vor. Ich mache Fehler, sie machen Fehler, Unfälle passieren. Das ist okay, wenn jeder Angst hat, ist das kein gutes Arbeitsklima. Ich möchte nachdrücklich fordern und fördern. Welt, wie werden Sie Ihr Repertoire entwickeln, auch mit Blick auf den großen Saal der Elbphilharmonie mit seiner ganz speziellen Akustik? Gilbert, die lerne ich jetzt langsam kennen. In dem Saal habe ich noch nicht viel gemacht. Aber er hat enorme Möglichkeiten. Wie er klingt, hängt einfach davon ab, wie man spielt. Zudem müssen wir zwischen dem Saal und der Idee des Saales unterscheiden. Die Idee ist so mächtig, dass die Leute oft kommen, weil sie den Saal erleben wollen. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Rolle spielt, was man spielt, sondern nur, dass man sehr viel mehr anders machen kann. Das ist künstlerisch sehr befreiend in der Programmplanung. Langfristig brauchen wir aber eine tragfähige Strategie, denn irgendwann wird die Atmosphäre der Flitterwochen enden. Der Saal wird seine Attraktivität dann auf neue Art entfalten müssen. Also geht es darum, eine nachhaltige Beziehung zum Publikum aufzubauen. Das ist mir wichtig. Dafür werden wir eine Reise planen, die wir gemeinsam unternehmen. Das gilt für das Orchester wie für das Publikum. Und dabei werden wir alle etwas lernen. Welt, können Sie das Repertoire konkreter benennen? Gilbert, zufällig habe ich gerade eine Nielsen-Sinfonie wieder gehört, die ich mal in New York gemacht habe. Die könnte ich mir in Hamburg mit der Nähe zu Dänemark sehr gut vorstellen. Dann hat mir auch die 7. von Bruckner auf der Tour sehr gut gefallen. Wir werden Bruckner auch einspielen. Zudem werden wir wohl den ganzen Bruckner-Zyklus machen, das könnte ein sehr schönes Projekt werden, weil das Orchester hier eine starke Tradition hat und auch ich mich diesem Komponisten sehr verbunden fühle. Es geht also erst einmal um die Wiederentdeckung des Kernrepertoires. Das gilt auch für die 4. Sinfonie von Brahms, die ich sehr oft gemacht habe, die jetzt aber auf der Tour für mich wie ein neues Stück klingt. Zudem würde ich gern mit zeitgenössischen Komponisten intensiv zusammenarbeiten. Alles Weitere verraten wir dann, wenn wir unser Programm für die erste Saison vorstellen.